Sterne sind mir der liebste Weihnachtsschmuck. So habe ich, als mein Abschied aus dem Vikariat bevorstand, einige Sterne für St. Lukas gebastelt. Ich wollte dem Kirchenraum, der meine Vikarszeit geprägt hatte, und der Gottesdienstgemeinde von St. Lukas gern etwas schenken. Die unscheinbaren Halme sortieren, sie in regelmäßigen Mustern anordnen, sie dann mit dünnem Draht miteinander verbinden und dem Ganzen mit der Schere eine ansprechende Form geben, das hat etwas Meditatives und Tröstliches. Strohsterne verbinden Himmel und Erde. Sie erinnern uns zugleich an den Stern von Bethlehem und das Stroh in der Krippe. So weisen sie uns auf die Geburt von Jesus hin. Stroh gilt als armseliges, ja fast wertloses Material. Beim Basteln stelle ich mir vor, wie Gott die wirren Halme meines Lebens liebevoll ansieht, sie in die Hand nimmt und ordnet und etwas Wunderschönes daraus formt. Dazu fallen mir zwei Verse aus einem alten Weihnachtslied ein. Des ew'gen Vaters einig Kind, jetzt man in der Krippen findet. Unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewige Gut. Das ewig Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Es leucht wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. Das sanfte Strahlen, das von den filigranen Sternen ausgeht, entfaltet auch am großen Baum von St. Lukas seine Wirkung. So entstand der Wunsch, dass für das kommende Weihnachtsfest, das letzte Weihnachten, bevor St. Lukas für die Renovierung die Türen schließt, viele Sterne entstehen mögen für einen besonderen Glanz. Ich zeige Ihnen in diesem Video, wie Sie einen großen Strohstern basteln können. Materialpakete mit Legeform, Bindedraht und Bastelstroh können ab Ende Oktober nach den Gottesdiensten oder zu den Öffnungszeiten im Pfarramt von St. Lukas abgeholt werden. Fertigen Strohsterne geben Sie dann bitte bis zum ersten Advent ab. Nehmen Sie zum Abholen und Bringen bitte Kontakt mit Marcel Kraft auf. Wer möchte, kann dann die Legeform als kleines Dankeschön behalten. Wenn Sie nicht in München wohnen und zur weit verstreuten St. Lukas Videogemeinde gehören, könnten Sie sich das Material auch selbst bei der angegebenen Adresse bestellen und uns als Zeichen der Verbundenheit einen oder mehrere Sterne zuschicken. Weihnachten dann zu wissen, dass einige der Sterne am Baum dort als Ihr Geschenk für St. Lukas hängen und das Jahr um Jahr wieder, das wird schon etwas Besonderes. Und jetzt geht's los. Als ersten Schritt müssen wir Strohhalme spalten. Für die großen Sterne ist es günstig, wenn die Halme recht groß sind. Sie werden von oben senkrecht in den Spalter eingeführt, gedrückt und unten wieder herausgezogen. Dann sortiere ich sie ungefähr nach Größe. Für den Stern, den wir heute basteln werden, brauchen wir insgesamt 24 Halme. Es ist gut, wenn jeweils 12 davon ungefähr gleich breit sind. Wenn genügend Halme gespalten sind, kann das Legen beginnen. Die Sterne werden in dieser großen Form gelegt. Das hat den Vorteil, dass es einen Klemmring gibt, mit dem man hinterher alles zusammendrücken kann. Und so gelingt dann auch das Zusammenbinden der Strohhalme gut. Formen sind ganz viele möglich. Es kommt immer nur darauf an, regelmäßig zu legen. Für den Stern heute legen wir erst eine Runde über 4, also über 4 Zwischenräume. Ich lege den ersten Halm ein und dann zähle ich die großen Zwischenräume 1, 2, 3, 4. Wenn der erste Halm gelegt ist, folgen in gleichmäßigem Abstand weitere, immer, indem ich im Uhrzeigersinn immer einen Zwischenraum weiter vorrücken.
12 Halme gelegt habe, dann sollten an jedem großen Zwischenraum 2 Halmenden herauskommen. Das überprüfe ich noch einmal. Nun folgt die nächste Runde wieder mit 12 Strohhalmen. Ich beginne an der Stelle, wo ich den ersten Strohhalm eingelegt habe, aber diesmal nicht über 4 Zwischenräume, sondern über 3. Und dann wieder immer im Uhrzeigersinn jeweils einen Zwischenraum weiter. Wenn die Halme in der Form liegen, kann ich sie mit diesem Klemmring festdrücken. Dazu drücke ich den Klemmring etwas ein und drücke die Halme nach unten. Nun kann ich die Form heben, ohne dass etwas verrutscht. Und noch einmal überprüfen, ob an jeder Kreuzung 4 Halme herauskommen. Damit ist schon das Legen fertig. Und als nächster Schritt sollen die Strohhalme miteinander verbunden werden. Das geht einfacher, wenn man die Strohhalme vorher kämmt. Dazu benutze ich eine auseinandergebogene Büroklammer. Und ich fahre an jeder Ecke einmal zwischen die Halme, damit sie die Bündel nicht durcheinander liegen, sondern eins über dem anderen. Das mache ich für jede Halmkreuzung mit etwas Schwung. Normalerweise passiert dabei nichts. Bevor ich die Halme binde, schaue ich nochmal, ob sie gleichmäßig an den Seiten aus der Form herausschauen. Dazu habe ich einen Kreis aus Papier aufgemalt, der hilft mir beim Überprüfen. Sehe zu, dass die Halme oben und unten, links und rechts ungefähr gleich weit vorstehen. Damit sind wir dann auch bereit für den nächsten Schritt, das Binden des Strohsterns. Ich benutze einen 0,3 mm dünnen Draht dafür, das macht die Sterne etwas stabiler. Man kann aber auch genauso gut ein dickes Knopflochgarn zum Beispiel verwenden. Am Anfang lasse ich einen Faden frei von etwa 20 cm Länge. Und dann beginne ich das Wickeln und das tue ich von hinten. Die Strohhalme werden als Bündel dort, wo sie sich kreuzen, zusammengewickelt. Das mache ich, indem ich den Draht unter das nächste Bündel führe, mir genau 4 Strohhalme sozusagen raussuche und die dreimal umwickle. 1, 2, 3. Immer die 4 Strohhalme, die zum Bündel gehören. Dann drehe ich die Form ein wenig und führe den Draht wieder von unten zum nächsten Bündel. Nun bin ich am ersten Bündel wieder angekommen. Es wird noch einmal gewickelt. Ich schneide den Faden in gleicher Länge ab. Mit dem Anfang.
Binde oben einen Knoten hinein. Nun ist der Stern gebunden und ich kann ihn aus der Legeform herausnehmen. Der letzte Schritt ist das Zuschneiden des Sternes. Dazu hilft mir wieder meine Kreisschablone, damit er auch recht gleichmäßig wird. Für das Zuschneiden gibt es wieder viele Möglichkeiten. Ich mache es so, dass ich mir eine Spitze denke und die Halme in die Richtung der Spitze, also jeweils zur Mitte hin, zuschneide. Manchmal sind die Spitzen etwas ungleichmäßig, aber das macht insgesamt keinen großen Unterschied am Gesamteindruck. Obacht, dass man hier aus Versehen den Aufhängerdraht durchschneidet. Und jetzt ist der Strohstern fertig. Nun ist der erste Stern fertig. Wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, kann man sich leicht selbst immer wieder neue Muster ausdenken oder durch das Beschneiden der Spitzen die Form des Sterns variieren. Indem man eben über unterschiedlich weite Abstände die Halme legt und dadurch verschiedene Winkel erzielt. Wichtig ist immer nur, dass man bei einem gewählten Abstand bleibt und eine Runde mit 12 Halmen voll macht, bevor man eine neue Runde beginnt. Eine andere Variation ist, dass man auch über die Mitte Kreuzhalme legen kann. Dann kriegen die Sterne nochmal wieder eine andere Anmutung. Ich wünsche Ihnen viele Entdeckungen und viel Spaß und bin gespannt auf Ihren Stern am Christbaum von St. Lukas.